Einen wunderschönen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber feinen Folge Deponia. In der letzten Folge haben wir ja hier alles so ein bisschen ausgecheckt, haben ein bisschen Loot zusammengesammelt und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir rausfinden, was wir mit dem ganzen Loot machen können. Ich würde jetzt gerne mal zum Wetzel runtergehen, weil ich da so Wasser runtergelassen habe. Ich glaube aber, dass das mit dem Wetzel gar nichts zu tun hatte. Anschauen möchte ich es mir trotzdem, vielleicht täusche ich mich ja. Hallo Wetzel, mein alter Homie. So, hier hat sich gar nichts getan, ja, wie ich es mir schon gedacht habe. Das hat nichts damit zu tun gehabt. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Wir haben die Wartenummer haben wir gehabt. Vielleicht bin ich jetzt an der Reihe. Das kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen. Eine Nummer habe ich schon gezogen. Woran sehe ich, wann ich dran bin? Wo seh ich denn die Nummern? Gerufen wird? Mann, ich habe eine Nummer. Ich würde gern sehen. Ja. Ich muss halt wahrscheinlich erstmal irgendwas tun. Boah, ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier irgendeinen Shit kombinieren muss, aber das ergibt auch alles irgendwie keinen Sinn. Was könnte man hier kombinieren? Immer noch mal in die Gasse. Ich weiß gerade nicht weiter. Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan. Ach, die müssen dahin an. Ach, mein Gott, bin ich bescheuert, Alter. Dann hier dran das Teil. Zack. Oh Gott. Was würde denn hier Sinn machen? Den Wasserturm vielleicht, aber. So sollte ich den sprengen. Wieso kann ich hier nichts machen? Ah, jetzt kann ich's. Dann sprengen wir den Wasserturm, das Ding hier, wo auch immer. Und das Ding hier. Das scheint mir nicht besonders sinnvoll, aber. So, Glocke läuten und dann boom. Okay. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Okay. Da gehen die Alarme an. Also je nachdem, was ich Aber was bringt das? Okay, wenn ich ihren Laden vielleicht, dann geht sie aus dem Laden raus. Wetzel geht vielleicht aus seinem Haus raus. Probieren wir es nochmal. Kann mir jetzt nicht vorstellen. Okay, die Alarme klingeln immer noch. Dann gehen wir mal zu Toni. Okay, die ist da recht unbeeindruckt davon. Der Wetzel ja wahrscheinlich auch. Ah, was bringt das? Was das bringt? Weiß nicht weiter. Was bringt diese Stange? Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist... Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Hat er recht. Was muss ich tun? Ich weiß ja nicht, ob das mit dem Magneten jetzt generell schon irgendwie Sinn macht. Probieren wir das? Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Ja, jetzt klingeln die drei Lampen, aber es macht halt nichts aus. Nee, es bringt nichts. Die ist da jetzt auch nicht wach geworden davon, gell? Nee. Oh, ich stehe auf dem Schlauch, Leute. Ich stehe auf dem Schlauch. Leute, ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Was sollen wir tun? Ich bin echt gerade auf dem Schlauch. Ah, Leute, helft mir doch. Was treibt ihr? Na, was wohl? Wir suchen nach... Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Ja, man muss halt doch mit den Leuten reden, gell? Mach mal Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Fuck, nein, ich heiße Toni. Toni. Mal nachdenken. Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Bleibt dann nur noch Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Hallo? Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Das hat mich schon gefreut, dass der vom Auto dabei ist. Das Spiel ist voll, das tut immer so, als hättest du jetzt irgendwas erreicht und geht weiter, aber ist gar nicht so.
Im Rathaus sitzt jetzt nur noch einer. Wie ich sehe, geht es voran. Ja, die anderen beiden mussten nach ihren Häusern... Ah! ...und haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Aha, aha, wo... Sie hätten so dämliche Hüte gesehen. Wo wohnt denn dieser Typ? Da ist dein Haus nämlich als nächstes dran, mein Freund. Sodala, und zwar er hier und er hier. Sprengung! Oh. Da musst du auch erstmal drauf kommen, das war ja Zufall, also... Zack und zack. Jawoll. Halt! Zum Bürgermeister. Ich hab ne Wartenummer, Alter. Was denn? Ich hab ne Wartenummer. Ach, ja, okay, muss ich ihm die zeigen oder so vielleicht noch. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 2... Wenzel. Aber die ist nicht da. Wenzel ist doch nicht da. Ah, warte, Nummer 63 liegt hier am Boden. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Zack, so. Und jetzt muss ich quasi noch... Ich glaube, ich bin jetzt... Falsch! Vorher ist Wenzel... Aber Wenzel ist doch gar nicht hier. Ah, okay. Warum bist du ja auch noch nicht dran? Das ist doch wieder mal... Selbst wenn er nicht da ist, steht... Okay, dann müssen wir nochmal zum Wenzel gehen. Warum auch immer. Hey, Wenzel, was gibt es? Du bist dran. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Ah, jetzt haben wir das Problem mit dem Schornstein. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Mann! Ja, ich könnte Wasser bei ihm reinlassen. Dann hätte er seine Wasserader, aber dazu müsste ich den Schornstein aufbekommen. Und dazu müsste ich das Feuer hier anmachen. Boah, es ist sehr viel, Ich verzweifle gleich, wirklich. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Ah, kriegen wir jetzt ein Schlückelchen Kaffee von dem Kollegen. Dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern. Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte doch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Okay, hau her. Oida! Das ist eine Kaffeemaschine, oder was? Ja, ich muss mit den Leuten reden. Das in diesem Moment habe ich lange gewartet. Ich mit jedem Dialog durchgehen. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Mal jetzt lass einen Kaffee raus und halt die Backen. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber... ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Okay, was brauchen wir da? Oh Gott.
Aber na gut, ich brauche Chili? Klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Oh mein Gott. Was war das? Die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Na rein da. Was gibt's hier alles? Hebel? Nee. Also machen wir noch nicht. Arztschrank? Den kann ich bestimmt nicht aufmachen. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Na klar. Seziermesser des Mobs mal auf jeden. Den Zahnbohrer Mobs mal auch. Boah, ich hatte gestern eine Wurzelbehandlung. Zahnbohrer habe ich gerade richtig Bock drauf. Okay, den Hebel können wir noch. Nehmen wir mal den Hebel runter, schauen wir, was da passiert. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Oida. Ich spare Dankeschön. Mir meine telekinetischen... Aber die bleibt hier liegen, also muss ich die ja auch hier irgendwo hernehmen können. Ich kann den Hebel wieder nach oben tun. Jetzt haben wir die Fußfessel hier. Was können wir jetzt machen? Wir müssen jetzt quasi irgendwas ändern, damit wir dann, wenn wir den Hebel ziehen, da rein können. Vor dem Haus hat man noch die Chili. Ist okay. Wer sagt's denn? Schwarzpulver. Schwarzpulver. Was machen wir damit? Brauchen wir, glaube ich, fürs Rezept, oder? Schwarzpulver. Hammer. Heiße Bohnen. Kann ich nicht anfassen. Belebende Flüssigkeit. Weiß der Teufel. Energiereiches Wasser. What the fuck? Klares Wasser. Besonderes Aufputschmittel. Ich habe nichts davon. Wir könnten nochmal zu der Bar gehen. Weil jetzt habe ich ja schon einen Teil gefunden. Vielleicht sagt er dann irgendwas. Also quasi, das hast du schon gefunden, das findest du da und da. Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso. Natürlich nicht. Alles klar. Ich gehe dazu. Mach das. Echt die Tasse? Roter Vorhang. Okay. Espresso-Tasse. Naja, den kann ich nicht mitnehmen. Was? Ich war nur mit Lachgas. Ich wirke jetzt wahrscheinlich extrem intelligent, weil ich da so schnell draufgekommen bin. Ich glaube, ich habe 2 Stunden Spiel weggeschnitten. Ich renne hier rum wie ein Gestörter. Mir bringt jetzt aber auch nichts. Was jetzt damit? Oh Gott. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Was meinst du mit dem Papagei? Kann ich das mit mehr Leuten machen? Das probieren wir jetzt mal aus. Vielleicht kann ich da alle betäuben damit. Aber, falls das jetzt nicht geht, dann gehen wir danach zu Toni, weil ich habe doch ihren Vogel getötet. Vielleicht freut sie sich schon, wenn sie einen neuen kriegt. Er weiß ja nicht. Okay, bringt natürlich nichts. Das probieren wir mal aus bei Toni. Setzen wir jetzt einfach den Papagei hier auf die Stange. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Nein, der lebt. Tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere. Jetzt muss ich den Vogel erst wieder beleben, oder was? Mann, wie wecke ich den Vogel jetzt auf? Ich krieg die Krise, Leute. Was mache ich jetzt mit diesem Papagei? Gehen wir nochmal zur Krankenstation. Kann nochmal rund. Kann ich da. Asbesthandschuhe, mit denen kann ich 100% die Chili. Okay. Ja, genau. Feuerlöscher nehmen wir. Geht auch. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Jetzt liegt beides hier rum, oder was?
so schwer, mich mitzunehmen. Was hat das jetzt gebracht? Wo komme ich da hin? Ah. Toll. Komme ich da auch wieder hoch? Oh, Gott sei Dank. Was hat das jetzt... Strike! Ja, dieses halbe Spiel spiele ich nur durch Zufälle durch. Ohne Witz. Bringt mir aber auch nichts. Okay, doch, die Chili kriegen wir jetzt. Das ist doch schon mal was. Holen wir uns die Chili? 100 Pro, oder? Also wenn das jetzt nicht geht, dann kotze ich. Jawohl. So, die können wir dann bei der Toni im Laden malen. Muss ich die überhaupt malen? Chilischote. Ja, muss ich. Okay. Fehlen noch zwei Zutaten. Was denn? Eine Prise Schwarzpulver. Wasser fehlt jetzt. Wasser. Wo kriege ich jetzt... In meinem Haus ist eine Spüle, aber wo tue ich das Wasser rein? Ich raste aus, Leute. Ich war locker 100 Mal in jedem scheiß Fuckraum und hab 100 Mal mit jedem gesprochen. Da ist ein Loch in der Plattform. Glaube ich hab's, Leute. Der Boden fährt hier auf. Pass auf. Der Boden fährt hier rüber, Schatz, und er sagt hier... Da ist ein Loch in der Plattform. Loch in der Plattform. Ich fixiere das jetzt. Und dann müsste der Boden aufbleiben. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Müsste der Boden aufbleiben, wenn ich das umschalte. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Oder auch nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. 100 Pro muss ich da irgendwas reinstecken. Alles schon gehabt. Weil was macht es sonst für einen Sinn, dass ich von unten da hoch kann? Festschweißen. Das sitzt auch so schon fest genug. Oh Gott. Ehre, Leute. 100 Pro. Oh, dieses Spiel. Oh Gott, dieses Spiel. Ich hab so Zahnschmerzen. Jetzt kann ich hoch, oder? Dietrich. Mein Gott. Oh mein Gott. Was mach ich mit dem Dietrichs Auto auf? Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Nein, es ist nicht dein... Wofür ist dann dieser der Dietrich da? Oh mein Gott. Wofür ist denn dann bitte dieser Dietrich? Mist. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Dietrich. Jawohl. Spritze. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Was war das andere? Aufputschmittel! Oh mein Gott. Oh mein Gott, endlich. Ich nenne die Mischung... Rufus schonungslos, der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Kaffeepulver. Aber Wasser brauche ich noch, oder? Das Pulver habe ich schon mal. Gut. Jetzt fehlt Wasser, oder? Okay, nochmal gucken. Also Chili, Bohne, Ding, kommt hierher, ich habe Kaffeepulver. Jetzt brauche ich belebende Flüssigkeit, energiereiches Wasser und klares Wasser. Ich habe nicht ein Wasserding. Wo soll ich denn 3 Wasser herkriegen? Leute, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gerade nachgelesen. Ich... Auf die Scheiße wäre ich niemals gekommen. Aha, eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut... Jetzt dreht er sich um. Okay, dann Hauptsache... Dann schmeißt er da einen Vorhang drüber. Dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die... Und dann muss man mit der Spritze die Flüssigkeit daraus ziehen. Einem zornigen Sch... Und jetzt habe ich... Oh,
Check. Jetzt habe ich Spritze mit Taurin. Leute, es tut mir echt leid, da musste ich nachlesen. Ich glaube, ich laufe seit einer Stunde durch die Gegend. Ich habe wirklich schon alles angeklickt. Okay, Leute, jetzt habe ich was rausgefunden, und zwar, wir können die Windschutzscheibe von dem Auto putzen. Aber der Schwamm ist, wir brauchen Seife. Ich glaube, Seife ist da drin, wo wir unsere Socken gewaschen haben. Die Richtung, in die sich das... Sehr schön. Haben wir den jetzt schon? Nasser Schwamm. Damit können wir nämlich jetzt, glaube ich, die Autoscheibe putzen. Und... Muss das wirklich sein? Das muss sein. Dann kriegen wir den Namen und dann müssten wir von dem anderen den Schlüssel kriegen. Schnutzipuh. Jetzt haben wir nämlich den Namen für das Auto. So, jetzt quatschen wir nochmal mit dem Hanek. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Schnutzipuh. Truckschlüssel von Schnutzipuh. Was finden wir jetzt da dran? Oh Gott. So, Hebel ziehen. Motorhaube offen. Und... Batterie ist wieder zu schwer. Der Spritze wieder, oder? Da muss ich nichts einfüllen. Offenbar ist noch genug Saft auf der Batterie. Die Frage ist nur, wie komme ich da ran? Zahnarztbohrer, Dietrich. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah, au. Yeah. Wie fange ich die jetzt auf? Das Zeug sieht harmlos. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritz... Ich hätte eigentlich gedacht mit der Spritze. Mit der Spritze wird das nichts. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Was denn für eins? Ich geh kaputt. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Was denn? Wo denn? Boah, da denkst du, du kommst weiter. Ein Gefäß. Wo haben wir noch ein Gefäß gehabt? Eine prima Miniaturausgabe meines freischwebenden Lastenhebers werden. Alles, was noch fehlt... Luftballon mit Haken. Irgendwie war das nicht so witzig. Ah! So, Wasser rein. Okay, was bringt das? Man kann auch noch in den Keller gehen. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Boah, Leute, tut mir leid, dass ich nicht mehr so und alles ist geil, aber ich spiele, glaube ich, seit 4 Stunden. Das bringt was? Wieso ist das Wasser jetzt aus? Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, Freunde... Ah, er hat echt eine gefunden. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Ja, der hat gesagt, er leiht mir das Ding dann aus. Das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Ach, Gas fliegt doch gar nicht, oder? Beziehungsweise... Der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes.
Lass ihn uns zusammen genießen. Nein, gib mir jetzt einen Schluck Wasser. Dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin rein. So, jetzt nimm das Ding. Und was machen wir jetzt mit der? Der ist jetzt zum Rathaus gegangen. Ja, okay. Jetzt sind wir dran. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Wo ist er denn? Lotek? Der scheint sehr beschäftigt zu sein. Er stört. Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Kann die Augen nicht mehr aufhalten. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance. Mir gehen die Argumente. Endlich! Ist noch was? Ich muss... Und ob... Was? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Das Mädchen gehört... Ich muss mir jetzt jeden Dialog anhören, weil am Ende... Geht wieder irgendwas nicht, weil... Mir geht es noch was. Und? Anstatt das... Ach, sei Egoist. Ohne... Ja, sie wird eh... Und dann wird je... Aber dann... So.
Ich komme immer. Das Mädchen. Mir geht es. Nein, nicht. So. Bernschreiber. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja, mir auch. Na nun, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Mit Sicherheit. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Klingel. Ah nein, da kommt der Bürgermeister raus. Oh, nee, doch nicht. Nächster, bitte. Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Ein Glas, sehr gut. Und ein Schlüsselloch. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. Okay, was ist das jetzt Lächerliches? An seinen Schnapsschrank. Naps. Okay. Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Ah, ja, und das ist das Glas aus dem Rezept. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Okay. Spritze rein. Dem Wasser fehlt noch der extra. Genau, das war von dem Stier? Ach, denn das, die Batteriesäure. Die konnte ich ja nicht auffangen, stimmt. Einfach das Glas jetzt drunter halten, oder? Mach mich jetzt nicht schwach, das geht jetzt. Jawohl. Sauber, das. So. Gasse. Mach schneller, Alter. Ich will aufhören. Gasse, Lorenz. Das besondere Wasser hätte ich schon. Nur, wo kommt es jetzt? Weiß ich nicht. Tankdeckel. Ab in den Tank damit. So, wir haben alles. Mach den Kaffee, Kollege. Ich kann dir kaum sagen, ich ja. Dies mir Atomkern innen. Höret mit Edels öffnet. Oh. Mehr Druck. Okay. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Puh. Errungenschaft, Aushilfskellner. Das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Oh mein Gott, ich hab den Kaffee. Wir sind jetzt bei 3 Stunden 38 Minuten. Leute, kann sein, dass nächste Woche kein Teil kommt. Kann das Spiel nicht mehr sehen. Egal, geschafft ist geschafft. Leute, haut rein. Gute Nacht, bis irgendwann hier, da, nächste Folge, schöne Zeit.